Das ist alkoholfreies Bier. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem einjährigen Jubiläum hier auf YouTube. Mein Kanal, Herr Knüps, wird heute, beziehungsweise wenn das Video online ist heute, genau ein Jahr alt. Und wir wollen uns das natürlich nicht nehmen lassen, dies mit euch groß zu feiern. Und ich habe es ja schon angekündigt, ich möchte zum Jubiläum ein großes FAQ mit euch machen. Ihr habt die Fragen gestellt und ich liefere heute die Antworten. Und was ich vorneweg schon mal sagen möchte, ist, dass wir beide leider seit einigen Tagen flach liegen. Ich mir das hier aber nicht entgehen lassen möchte und wir deswegen schauen, dass wir das hier irgendwie über die Bühne bekommen. Trotz Husten und Schnupfen und Heiserkeit. Und ja, ich würde sagen, das reicht für den Anfang und wir fangen jetzt mit den Fragen an, oder? Ja, wir hoffen, dass bei euch geht's gut und ihr seid noch fit. Ich habe die Ehre, dem werten Herrn Knüps die Fragen vorzulesen. Also wir beginnen erstmal mit der Kategorie, wir haben es ein bisschen kategorisiert, Hogwarts Mystery. Ganz wichtig. Also, erstmal eine Frage von der Angelika. Wie viel Zeit investierst du täglich in Hogwarts Mystery und wie viel in deine Videos? Also wie viel Zeit ich in Hogwarts Mystery investiere? Also, jeden Morgen setze ich mich auf jeden Fall hin und spiele die drei Minigames. Also das mache ich jeden Morgen, das dauert ja vielleicht 5 bis 10 Minuten. Und dann schaue ich, dass ich so rund alle 3 Stunden mich einmal ins Spiel einlogge, vielleicht alle 2,5 Stunden, bis die Energie wieder voll ist. Und ich dann halt in der Quest fortfahre, wo ich gerade dran bin oder Aufgaben erledige, die anstehen. Oder wenn soweit alles erledigt ist, einfach nur meinen Charakter weiter level. Oder wie lange dauert es denn jedes Mal? Vielleicht eine Viertelstunde. Das dann alle 3 Stunden, sagen wir mal, über den Tag verteilt vielleicht 1 Stunde ungefähr. So rund. Das passiert ja auch oft nebenbei. Und wie viel Zeit in deinen Videos? Ja, da habe ich eigentlich gar nicht so eine Vorgabe, die ich nennen kann. Ich versuche einfach so viel Zeit, wie neben Arbeit und Privatleben da ist, in die Videos zu stecken. Also kommt schon manchmal ein paar Stündchen pro Tag zusammen. Kommt aufs Video an, ne? Ja, kommt auf viele Dinge an. Mhm. Auch wie schnell ich das Video online haben möchte, dann sitze ich auch abends noch mal ein paar Stunden dran und schneide. Oder nehme dann morgens vor der Arbeit auf. Aber es summiert sich schon, ja. Okay, vielen Dank. Eine Frage von Johnny. Wenn dein Charakter in Hogwarts Mystery auf einmal zurückgesetzt wird, wie würdest du denn reagieren? Wärst du am Ausrasten? Wärst du eher traurig oder würde dich das so richtig nerven? Also mich würde es zum einen nicht wundern, wenn Hogwarts Mystery sowas passieren würde. Gerade da ich ja wahrscheinlich nicht zu den größten Fans der Firma gehöre. Also ich würde nicht neu anfangen. Ich würde weiter versuchen, Videos mit dem Material zu machen, was mir Spieler liefern, was mir Leute von euch liefern. Derzeit wird das natürlich schwierig, wenn ich gar nicht mehr weiß, was im Spiel wirklich los ist. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Okay. Ich würde wahrscheinlich heimlich weinen, mich ins Bett verkriechen. Du würdest sie verklagen, oder? Verklagen. Okay, die Frage von Starbob. Glaubst du, dass Merulas Neid in Hogwarts Mystery ein Love Interest werden kann? Da haben wir uns ja eben schon drüber unterhalten. Also ich gehe mal davon aus, dass damit gemeint ist, ob man mit ihr eine Beziehung im Spiel eingehen kann, wenn dieses Feature irgendwann mal kommen sollte. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass James City sie da eingeplant hat, auch wenn ich nicht weiß, wer daran Interesse haben könnte. Das ist übrigens ein Charakter, der ganz doof ist. Ich spiele das nicht. Und der den eigenen Avatar immer ärgert. Obwohl sie das jetzt zuletzt ein bisschen gewandelt hat. Aber eigentlich ist sie böse und gemein. Und bist du doch auch, oder? Ja, aber nicht so böse. Das ist der Charakter, der mich immer aussticht. Weil ich wollte ja eigentlich böse sein. Und sie ist aber viel böser. Man kann nichts dagegen tun. Die letzte Frage zu Hogwarts Mystery von Dunkeltaps Hufflepuff. Warum hast du dich bei Harry Potter Mystery für das Haus Slytherin entschieden? Ja, das hast du ja schon angeteasert, weil ich eigentlich einen bösen Charakter spielen wollte. Ich habe das angeteasert, ich habe gar nicht die Frage beantwortet, okay. Genau, mein Plan war eigentlich, einen Charakter zu spielen, der so böse ist, wie es geht. Und am Anfang
gab die Gerüchte, bevor das Spiel erschien, dass man sich eben gut verhalten muss und brav die Regeln befolgen muss, um sozusagen seine Schulkarriere erfolgreich absolvieren zu können. Und ich wollte schauen, in meinen Let's Plays schauen, ob das auch möglich ist, weil man halt der Bösewicht ist, der Rabauke, der Fiesling. Und da dachte ich, ist Slytherin eigentlich das perfekte Haus? Und leider hat sich das Spiel ja nicht so entwickelt, dass das irgendwie dann umsetzbar war. Und jetzt hänge ich da halt bei den Bösen. Ja, wunderbar. Du wolltest es ja probieren, ne? Ja. Okay, jetzt die Fragen zu Harry Potter. Die nächste Frage kommt von Luna Lovegood. Was wäre dein Irrwicht? Ach, da wollte ich mir Gedanken drüber machen. So viel Zeit investiert er in seine Videos. Ich finde, das ist halt so eine tiefgründige Frage. Mein Irrwicht, was wäre das denn? Wovor habe ich denn Angst? Oh Gott. Oh Gott! Also meiner wäre eine Spinne. Ja. Ich habe keine Angst vor Spinnen, aber ich finde es schon ziemlich eklig. Ich glaube, eine Spinne wäre es bei mir nicht. Ich glaube, irgendwas. Bei dir wären es so Tausendfüßler. Ja, wenn es so Tiere oder eine Raupe. Oder dann, wären das, ja, wenn, dann wären das wirklich so ganz viele kleine eklige Tierchen. Die so Krabbelfiecher. So das wäre schon widerlich. Aber das ist jetzt nicht, wovor ich halt Angst habe. Sondern mehr was, wovor ich mich ekle. Angst hätte ich wahrscheinlich vor irgendeiner bösen Person. Vor mir? Ja, vor dir. Genau, vor Jana, wenn wir uns getrennt haben. Das wäre mein Irrwicht. Danke. Okay. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt ausreichend beantwortet ist, aber jetzt ist die nächste Frage von Sion. Wie reagierst du auf Häuservorurteile? Seit wann bist du eigentlich ein Potterhead? Das sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Also erstmal, wie reagierst du auf Häuservorurteile? Ja. Hast du welche? Nee, ich habe auch vor kurzem erst erfahren, dass es sowas ganz schlimm überhaupt gibt. Dass halt nicht so, also wenn man das ja mal überdenkt, dass ja Leute sich in Häuser einteilen von einem Buch, was jemand geschrieben hat und dann gegen Leute, die ja auch gemacht, ne? In anderen Häusern sind, ja, da irgendwie Randale machen, finde ich halt totalen Unsinn. Also ich finde Vorurteile so oder so total Unsinn und Rassismus und Homophobie und alles, was irgendwie andere Leute kritisiert, Unsinn, nur weil Leute anders sind und erst recht, wenn sie in einem anderen fiktionalen Haus. Auch die Frage, was ist denn anders? Wer legt denn fest, was normal ist, ne? Ja, also finde ich ganz traurig, dass es sowas gibt. Ja. Ich möchte nicht kritisiert werden wegen meinem Haus. Ich glaube, die Frage kommt nachher auch. Okay, und seit wann bist du ein Potterhead? Ja, das finde ich auch sehr schwierig zu sagen, dieser Begriff, weil wann ist man halt ein Potterhead? Du kannst nicht alle Fragen mit Gegenfragen beantworten, das ist nicht Sinn und Zweck, diese. Diese Vorhabens hier. Ich könnte gar nicht sagen. Seit wann brennt dein Herz für Harry Potter? Ja, ich habe halt, aber da habe ich auch gesehen, kommen nachher Fragen zu, deswegen möchte ich ja gar nicht zu viel darauf eingehen. Also schon sehr viele Filme und Fandoms und Reihen, die ich halt interessant und cool finde. Mhm. Ich will auch zu viele Fragen nicht vorweggreifen. Also es war nicht, seitdem ich das erste mal den ersten Film gesehen habe. Den fand ich nicht so toll, das kann ich nicht mal spoilern. Es hat sich halt irgendwie auch so ein bisschen entwickelt. Doch gerade jetzt, seit ich den Kanal habe, hat sich das nochmal intensiviert? Ja, weil ich mich vorher nie so intensiv mit Harry Potter beschäftigt habe, auch weil ich keine Freunde habe, die sich dafür interessieren, auch nur in irgendeiner Weise, und wir eigentlich das immer so zusammen ein bisschen für uns gemacht haben, dass wir halt die Filme geschaut haben, immer mal wieder. Aber so richtig intensiviert hat sich das ja jetzt in dem Jahr, ne? Ja. Wo ich dann auch wirklich mal, ich war zwar schon immer in Facebook-Gruppen und habe ein bisschen gelesen, aber auch nie aktiv. Und jetzt erst durch den Kanal habe ich da auch Kontakt zu anderen Leuten geschlossen und überhaupt mal mitbekommen, was da im großen, weiten Internet überhaupt zum Thema Harry Potter los ist. Okay. Die nächste Frage ist wieder von Deluna. Kannst du mich grüßen? Nein. Doch grüßen? Ja, ich bin ja lieb. Ja. War aber eigentlich nur Spaß. Ich wollte gar nicht gegrüßt werden. Hörst du gerne hörst du gerne die Harry Potter Hörbücher oder liest du die Bücher? Und welche Bücher magst du eigentlich noch so? Also ich kann ja vorher schon mal
gestehen, dass ich die Bücher noch nie gelesen habe, weil ich gar nicht gerne lese, beziehungsweise nicht gerne Bücher und Romane lese. Aber ich höre sehr, 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 sehr gerne Hörbücher und habe halt die Hörbücher jetzt auch schon des Öfteren gehört und ganz, ganz viele andere auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte. Und deswegen kann ich sagen, welche Hörbücher mir besonders gut noch gefallen haben. Alles, was von Tolkien geschrieben wurde, finde ich ganz toll. Herr der Ringe, Hobbit, Silmarillion und was es da gibt. Ich bin ein großer Stephen King-Fan. Alles, was Stephen King geschrieben hat, finde ich sehr, sehr gut. Hast du gar kein Buch gelesen? Von Harry Potter? Ich weiß gar nicht. Nee? Vielleicht mal angefangen. Aber Herr der Ringe hast du gelesen, oder? Ja, das aber. Das war. Das steht auf jeden Fall, ich sehe es da vorne im Regal stehen. Die Harry Potter Bücher stehen auch an. Das war mit dem neuen Design. Habe ich zum Geburtstag bekommen. Mit dem guten Vorsatz, das irgendwann mit meiner Tochter mal zu lesen, in ein paar Jährchen. Aber ich, wie gesagt, ich lese nicht gerne, aber ich höre sehr, sehr gerne Hörbücher. Und ja, deswegen nicht lesen, sondern hören. Das. Okay. Die nächste Frage ist von der Marlies. Hast du damals als Kind auch Harry Potter gelesen und die Filme gesehen? Als Kind? Dafür bin ich leider ein bisschen zu alt. Weil ich war schon kein Kind mehr als. Vielleicht als die Romane, als das erste Buch erschien wahrscheinlich noch, aber da kannte ich die Reihe noch nicht. Und als ich dann den ersten Film gesehen habe, war ich schon kein Kind mehr, sondern 20, was haben wir gesagt? Was 18, ne? 18 oder 19? 19? Irgendwie sowas wie 18 oder 19, als 19. Ich den ersten Film gesehen habe. 19. Also da war meine Kindheit dann leider schon vorbei. Okay. Die nächste Frage kommt von Schildi. Schildi? Schildi, okay. Willst du grüßen, oder? Ich hab Schildkröten, hab ich glaube schon mal erzählt. Wie kamst du denn zu Harry Potter? Liebe Grüße an dich, ich finde es cool, dass dein Kanal ein Jahr alt wird. Kannst du mich grüßen? Ich heiße Kim. Hallo Kim. Wenn du das ist Schildi, ja? Das ist Schildi, ja. Dann grüße dich sehr, sehr gerne. Wie kamst du denn? Ach, das waren zu viele Informationen. Wie kamst du zu Harry Potter? Die ersten Filme habe ich einfach so gesehen, wie ich jeden anderen Film gesehen habe. Ich habe schon immer sehr gerne Filme geguckt und sehr viele. In letzter Zeit komme ich da zwar nicht mehr so ganz zu, aber gerade so in meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit habe ich sehr viele Filme geguckt. Und da weiß ich noch, dass der erste Harry Potter Teil auf DVD erschien und ich habe mir angeguckt. Ich weiß, ob da noch eine bessere Frage zukommt, ich kann ja schon mal anfangen. Auf jeden Fall habe ich den ersten Teil gesehen mit ungefähr 19 und fand ihn nicht gut. Leider, er war mir damals viel zu kindisch. Wobei ich jetzt auch sagen muss, mit 20 oder 19 oder was ich da war, war man wahrscheinlich in keinem guten Alter für Kinderfilme. Heute gefallen mir die Filme auf jeden Fall gut, auch die ersten. Und ich weiß noch, dann habe ich den zweiten Teil gesehen und der war auch nicht so dolle, fand ich damals. Und ab dem dritten Teil dann kam es so langsam auf, dass ich die Filme gut fand. Und je weiter dann die Teile fortschritten, desto düsterer wurden sie ja auch und entwickelten sich ja auch irgendwie von Kinder- zu Erwachsenenfilmen. Und dann fand ich die Filme auch super. Und nach dem dritten Teil fing, glaube ich, mein Bruder dann an, die Hörbücher zu hören. Und dann fing ich auch damit an. Und so bin ich dann eigentlich zum Thema gekommen. Ich habe die Computerspiele dann gespielt, aber mich nie irgendwie so intensiv eine Zeit damit beschäftigt, sondern es lief halt irgendwie ab dann immer so nebenher. Und wir haben dann immer mal die Filme geguckt und waren dann noch im Kino. Ja. So, die nächste Frage kommt von Jessica Schnuckiputz. Super Name. Ja, kreativ. Liest du auch Harry Potter Fanfiction oder schreibst du sogar selbst welche? Nein, ich schreibe keine selber. Du schreibst keine? Nee, genau, ich schreibe keine. Und ich muss auch sagen, dass das echt nichts für mich ist. Es gibt da sicherlich Leute, die das gut schreiben und ich weiß, es gibt viele, die das gerne lesen, aber ich bleibe da lieber bei dem, was J.K. Rowling schreibt und sich da ausgedacht hat für die große Welt. Und deswegen, da bin ich nicht so der Leser für. Okay. Die nächste Frage kommt von Numikon. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen.
Was ist dein Lieblings-Harry Potter und was dein absoluter Hasscharakter? Und wen magst du bei Hogwarts Mystery am meisten und wen am wenigsten? Okay, das war jetzt eine Mischmaschfrage. Also erstmal, absoluter Lieblings-Harry Potter-Charakter? Also es war eigentlich immer Sirius Black. Mhm. Aber jetzt nicht mehr, oder was? Doch, eigentlich schon. Okay. Wobei es halt viele gibt, die ich cool finde. Worüber wir auch schon mal sprachen, ich bin auch echt ein Fan von Ron, obwohl ich weiß, dass das viel nicht so geht und ich nicht verstehen kann, warum, weil ich finde den Charakter super. Mein Hasscharakter ist so ein bisschen Harry, aber auch, weil ich Daniel Radcliffe in den Filmen wirklich nicht gut finde. Und daher hat sich das, glaube ich, dann so ein bisschen widergespiegelt. In den Büchern ist der Charakter auf jeden Fall viel, viel interessanter und cooler und besser und toller. Aber das hat sich halt so ein bisschen übertragen und ist so ein bisschen eingebrannt. Dasselbe habe ich übrigens bei Herr der Ringe mit Elijah Wood als Frodo. Ich kann auch Frodo in den Filmen nicht leiden. Aber dafür haben wir die Filme aber alle ganz schön oft gesehen, dass du die Charaktere eigentlich nicht magst. Ja. Und Hasscharakter vielleicht, ja, dann so die... Jeder hasst Umbridge und sowas, solche Konsorten. Nun in Hogwarts Mystery. Genau, am meisten und am wenigsten. Wen finde ich denn da cool? Barnaby finde ich auf jeden Fall sehr cool. Das ist echt ein witziger Charakter. Den ich auch so mit zu meinen Favoriten zählen würde. Und am meisten nervt mich eigentlich Rowan, auch wenn er in letzter Zeit nicht mehr sonderlich dabei ist. Der hat am Anfang so super genervt, dass sich das eingebrannt hat bei mir. Also ist das mein Hasscharakter. Okay. Die nächste Frage kommt von Lia. Wärst du genauso wie Lord Knüps ein Slytherin? Beziehungsweise hast du den Test gemacht? Deswegen kategorisiert zu Harry Potter Fragen. Den Test welches Haus? Ja, wahrscheinlich. Nein, wäre ich nicht. Ich wäre kein Slytherin. Und ich habe den Pottermore-Test gemacht und wurde Hufflepuff zugeteilt. Das wollte ich ja eben noch nicht verraten. Und Jana übrigens auch. Wir sind beide bei Hufflepuff. Und ich hoffe, es gibt da keine Häuservorurteile. genau, also ganz weit weg von Slytherin. Okay. Dann die letzte Frage zu Harry Potter von dem Albus. Tom Harry Granger Weasley. Für alle cool. Namen reingepackt. Ich freue mich schon drauf. Auf dieses Q&A. Wann wirst du denn Fantastic Beasts 2 sehen? Direkt am ersten Tag schon? Nein, am ersten Tag leider nicht. Das aber am? Auf jeden Fall gucken wir ihn am Samstag in Düsseldorf, im UCI, mit ganz vielen anderen Harry Potter Fans auf dem großen DA-Treffen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Sowohl auf das Treffen als auch auf den Film. Ich auch. Sie ist nämlich dabei und wir werden schon noch ein bisschen filmen. Ich bin sehr gespannt. Also Samstag und ich hoffe, ihr seid auch schon bald im Kino. Und freut euch auf das Filmmaterial, also nicht vom Film. Ja, das auch. Aber ja, doch, das auch, aber nicht von uns abgefilmt. Nee, das tun wir nicht. Nein. Damit wären wir bei Fragen zu YouTube. Also die Frage vom Johnny. Wie ist deine Meinung zu Dagi LP? Super Überleitung. Genau, um den ging es ja eben. Ich finde super, was er macht und was er da aufgebaut hat. Man muss ja auch erstmal, ich glaube 130.000 Abonnenten hat er mittlerweile, sowas schaffen. Und wenn man das schafft, hat man halt irgendwo was richtig gemacht. Und das hat er da mit Sicherheit auch. Und er ist ja so eigentlich der einzig große deutschsprachige Harry Potter YouTuber und vereint da natürlich auch viele Leute und mit der DA hat er da eine riesen Community und das ist schon beeindruckend, was er aufgebaut hat. Direkt die nächste Frage von dem Simon. Wie gerne würdest du denn mal ein Video mit ihm machen? Von dem Simon. Von dem Simon. Hallo Simon. Hallo Simon. Ja, wir wollen eigentlich schon sehr lange ein Video für meinen Kanal machen. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist auch ein YouTuber, der unter anderem Hogwarts Mystery und Harry Potter Videos macht und für seinen Kanal haben wir schon zwei Videos gemacht. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr die Videos und seinen Kanal noch nicht kennt. Ich verlinke euch das gerade mal in der Infobox und ja, für meinen Kanal haben wir das auch schon lange vor.
Hat bisher leider noch nicht geklappt. Aber das letzte Mal war er es schuld, weil er da krank war. Aber das kommt sicher noch, ja. Ich denke an dich. Okay. Okay, die nächste Frage von Dagi LP Fan. Seit wann bist du denn YouTuber? Seit einem Jahr. Das ist nicht wahr, das ist gelogen. Also ich hatte vorher schon einen anderen Kanal. Warum? Wann habe ich den denn aufgemacht? 2015? Aber der ist schon lange inaktiv. Da habe ich eigentlich so bis zur Geburt von Lea Videos für gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das passt überhaupt nicht mehr und habe es dann auch sein lassen. Also jetzt aktiv seit ungefähr einem Jahr. Nee, nicht nur ungefähr. Genau ein Jahr. Obwohl heute noch ungefähr. Weil wir haben noch nicht Mittwoch. Das ist wahr. Nein, wir haben heute Montag. Also ein Jahr. Okay, die nächste Frage von der Hermine. Wie gefällt dir Code Mirror? Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Die war, das kann ich ja mal erzählen, die erste YouTuberin oder überhaupt der erste YouTube-Kanal, den ich abonniert habe vor 10 Jahren oder wann es losging. Und ich finde das super, was sie macht. Und ich habe mich auch sehr gefreut, sie auf dem Elbenwald-Festival das erste Mal dann auch live sehen zu dürfen und mit ihr sprechen zu dürfen. Und ja, finde, sie hat einen super Humor und macht echt tolle Videos. Und super nett, super sympathisch. Ja, ne? Ja, die hat schon sehr, sehr cool gemacht, auf der Bühne auch. Ja. Okay. Nächste Frage von Safira. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zu machen? Ja. Ich habe eben schon erzählt, dass ich schon einen YouTube-Kanal hatte, in dem es um Filme und Serien ging. Und den dann auch pausiert hatte. Und was aber auch ein bisschen daran lag, dass ich irgendwie einen Kanal haben wollte, in dem ich selber auch irgendwie mehr in den Mittelpunkt trete. Da habe ich halt nur im Off gesprochen und das hatte mir nie so ganz gefallen. Und ich hatte aber keine gute Idee und ich wusste auch schon damals, wie schwierig YouTube ist und dass es keinen Sinn macht, einfach einen Kanal zu öffnen, wenn man keine gute Idee hat. Und dann habe ich lange gesammelt, Ideen, war immer mal kurz davor, irgendwas zu starten. Und dann hat Niantic vor ziemlich genau einem Jahr Wizards Unite angekündigt, das AR-Game zu Harry Potter. Ich denke mal, das sagt fast jedem etwas. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dazu werde ich jetzt einen Kanal machen. Ja, und dann kam Hogwarts Mystery und dann habe ich das natürlich mitgenommen und alle allgemeine Harry Potter-Themen. Aber das war so der Auslöser, wo ich gesagt habe, ja, jetzt geht's los, jetzt mache ich einen eigenen YouTube-Kanal. So, die nächste Frage von der Luna. Kennst du die Hashtag DA? Ja, kenne ich. Habe ich auch einige von auf dem Elbenwald-Festival kennengelernt und werde am Samstag sicher auch noch einige kennenlernen. Ich auch. Und sie auch. Solltet ihr da sein, dann sagt gerne mal Hallo. Also wenn ihr das Video gesehen habt und am Samstag da seid. Sagt zur Jana Hallo. Die freut sich. Okay, nächste Frage vom Nickman. Was erhoffst Nickman Cooks. Auch ein cooler Name. Was erhoffst du dir von Harry Potter Wizards Unite, beziehungsweise was weißt du schon darüber? Wann kommt es? Und denkst du, dass es besser, schlechter als Hogwarts Mystery sein wird? Das sind viele Fragen. Also, ja. Nochmal die erste Frage. Was versprichst du dir erstmal von Wizards Unite? Ich erwarte da wirklich ganz viel, weil da eigentlich nur was Cooles kommen kann. Niantic hat schon mit Ingress und Pokémon Go gezeigt, dass sie AR-Games können. Warner Bros. Mit Portkey Games und J.K. Rowling haben gezeigt, dass sie Harry Potter können und Harry Potter Filme und Bücher und alles. Und wenn die sich zusammentun und ein Spiel produzieren, muss das eigentlich ein super knaller, geiles Spiel werden. Okay. Also ich erwarte sehr, sehr viel von dem Spiel. Okay. Weißt du denn schon etwas darüber? Also wann kommt es? Nee. Also wir wissen leider gar nichts. Also du hast niemand auch nichts weiß rausbekommen, leider, ne? Nee, ich hatte jetzt letztens auf einer Messe sogar noch mit einem Niantic-Mitarbeiter gesprochen. Der sagte auch, sie dürfen da gar nichts zu sagen. Da hat Warner exklusive Recht. Also wenn, werden wir was von Warner hören. Es war ja mal angesagt Ende 2018. Da glaubt aber wohl niemand mehr dran. Es gibt Gerüchte zu März 2019.
realistischer, aber halte ich für keinen guten Zeitpunkt, weil in Europa Winter ist und da niemand rausgehen möchte. Vielleicht wird er so mild wie jetzt. Ja, es wäre gefährlich, darauf zu hoffen. Also mein Tipp wäre Sommer nächsten Jahres, wenn ich mich entscheiden müsste, was ich glaube. Und wo ordnest du es ein? Achso, wird es für dich ja, besser oder schlechter als Hogwarts Mystery? Viel besser. Genau, ich erwarte halt viel mehr als von Hogwarts Mystery und ja, ich hoffe auch, dass es besser wird als Pokémon Go und so ein richtiger Hype kommen wird und die Leute Bock drauf haben und die das spielen wird. Das wäre schon cool. Okay, und die letzte Frage zu YouTube von Eli. Wer ist denn dein Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-YouTuber ist... es sind einige. Aber nee, eigentlich müsste ich halt Casey Neistat nennen, weil das eigentlich derjenige ist, von dem ich, wenn ein Video online kommt, das wahrscheinlich am schnellsten gucke, weil ich es einfach total genial finde, wie er Videos macht und total interessant finde, was er da erzählt und erlebt in Manhattan, da ist es eh immer cool und interessant. Und aber es gibt halt einige deutschsprachige auch, wo man Let's Player zu nennen, Umgespielt, Lexi Bexi, Mr. Wissen to Go. Da gibt es einige, die ich sehr interessant finde. Obwohl ich nicht allzu viel abonniert habe. Vielleicht insgesamt so 30 Kanäle. Das sind wesentlich mehr als ich abonniert. Ja, kann ich mir vorstellen. Kritik? Nee, keine Kritik. Okay, dann kommen wir jetzt zu den privaten Fragen. Oh. Letzter Block. Eine Frage von Simon, aber irgendwie ein anderer Simon. Nein, ein anderer Simon. Heißt du Knüps mit Nachnamen oder wie kamst du auf den Namen? Das habe ich ihn auch mal gefragt. Nein, ich heiße nicht Knüps mit Nachnamen, sondern das ist einfach ein erfundener Name, den damals ein guter Freund und Klassenkamerad sich ausgedacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Auf jeden Fall brauchte ich kurze Zeit später für irgendein Online-Rollenspiel einen Nickname und habe mir den dann einfach geklaut und weiterverwendet bis heute. Aber er war mir da nie böse, also das ist wohl kein Problem gewesen. Also habe ich nicht erfunden, ich habe mir nur geklaut und einfach bis heute verwendet. Und er war von Anfang an verliebt in diesen Namen. Ja, das ist ein super schöner Name. Nächste Frage von Ben. Was ist mit deinen Haaren passiert? Habe ich schon erzählt, nur witzigerweise schon öfters darauf angesprochen. Vor allem bei Facebook. Okay. Ja, meine Haare wechseln von der Länge manchmal ein wenig drastischer. Was findet ihr denn besser? So kurz oder ein bisschen länger? Ja, ich glaube so, aber ich habe auch manchmal noch ein bisschen länger und dann eine Gelfrisur. Ich weiß nicht, ob das im letzten Jahr mal... Also habt ihr wahrscheinlich kein Video von gesehen. Im Moment gibt es nur kurz rasiert und Monchichi mit vollem Bart. Soll er denn mal wieder länger wachsen lassen? Okay, nächste Frage von Safira. Welche Bücher und Filme außer Harry Potter magst du denn noch so? Ja. Was mag ich denn noch an Filmreihen? Das ist eigentlich schon ein bisschen beantwortet, ne? Ja, also ich kann dir schon mal sagen, meine Lieblingsfilme sind die drei Zurück in die Zukunft Teile. Da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von. Dann, ich glaube, auf der Kamera sieht man es hier sogar ein bisschen. Ich habe hier nämlich eine Vitrine stehen mit ganz viel Zurück in die Zukunft Merch drin. Zwei Stück. Zwei Vitrinen. Das finde ich ja noch cool. Jurassic Park, ganz oben mit dabei. Trotz der Jurassic World Filme. Ich war eigentlich immer ein riesen Star Wars Fan. Das hat sich aber in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen schwächer geworden, auch durch die neuen Filme. Ich habe den letzten noch immer nicht gesehen, mit den Han Solo-Filmen, und das sagt eigentlich schon alles aus. Wobei das ja nicht unbedingt an Star Wars liegt, sondern eher an deinen Lebensumständen. Ja, und ein bisschen, weil ich das auch so. Disney das schon so ein bisschen verwässert hat, finde ich. Ich war früher ein ganz großer Star Trek-Fan, das war eigentlich so der erste große Nerd-Kram, den habe ich mit 10 Jahren mit so Trading-Cards mit Freunden gespielt und. Den ganzen Tag nur Next Generation geguckt. Ist auch cool. Indiana Jones finde ich super. Mhm. Genau, alles von Tolkien. Ich hab's vergessen. Stephen King.
Genau, Stephen King, auch die Verfilmungen finde ich eigentlich alle gut. Und Filme und Zombies, ne? Zombies, ja. Zombie-Fandom. Nächste Frage von Auenland. Welche anderen Fandoms? Haben wir gerade beantwortet, oder? Ich bin irgendwie von Filmen auf Fandoms gekommen. Ne? Ja, Fandoms, Herr der Ringe zum Beispiel, magst du noch? Herr der Ringe, ja. Das ist auch der Name-Programm mit Auenland. Auenland TV eigentlich. Auenland TV. Ja, habe ich ja schon so weit angesprochen. Ich überlege gerade mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Habe ich was vergessen? Marvel finde ich noch super. Ja, stimmt. Alles, was mit Marvel zu tun hat, alle Reihen und Charaktere und... Nächste Frage von Franziska. Wie alt bist du? Wie alt bin ich? Ich bin letzten Monat 35 geworden. Dafür für YouTube schon am oberen Ende. Ach, Quatsch. Nee? Kommt ja immer drauf an, in welchem... Ja, für Harry Potter YouTube am oberen Ende. Nee. Nächste Frage von Lena. Welchen Beruf führst du aus? YouTuber. Nein. YouTuber Vollzeit. Ich arbeite im Online-Marketing. Jetzt schon seit einigen Jahren. Ich bin gelernter Fachinformatiker. Habe eine ganze Zeit als Online-Redakteur gearbeitet, dann im Content-Management und bin jetzt so ins Online-Marketing gerutscht irgendwie. Ja, du hast es dir schon aktiv ausgesucht. Oder? Ja, aber hat sich halt so entwickelt. Ich habe nicht so den geradlinigsten Lebenslauf. Wer hat das schon? Ja. Ja. Und das macht mir auch riesen Spaß. Und YouTube hat ja auch irgendwo was mit Online-Marketing zu tun. Also ich erschaffe gerne Dinge, sei es jetzt in Text, Videoform, Internetseiten. Da passt das so schon alles gut zusammen. Und die letzte Frage kommt von Lola. Wie? Lola. Lola. Wow. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Nein, verheiratet bin ich nicht, aber wir sind verlobt seit 5-6 Wochen ungefähr. Ja. Mhm. Und wir haben eine 2,5-jährige Tochter, die kleine Lea, die total süß ist und mit der wir total glücklich sind. Ja, nur das erschwert das YouTuber-Sein ein wenig mit kleiner Tochter und Familie und Vollzeitjob. Ja. Du könntest auch so ein Teil Papa-YouTuber werden. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mich als Papa-YouTuber sehen wollt. Das war's. Das war's. Letzte Frage. Letzte Frage. Unglaublich. Ja, dann nochmal vielen Dank für die Fragen, die ihr gestellt habt. Ich hoffe, wir haben da ja doch so einen guten Mittelweg gefunden. Und wir konnten nicht alle mit reinnehmen. Viele waren doppelt. Und dann haben wir geschaut, was also thematisch passt und uns dann für 30 Stück waren es jetzt entschieden. Mhm. Und vielleicht war eure Frage ja mit dabei. Wenn nicht, dann vielleicht nächstes Jahr beim zweiten Q&A, wenn mein Kanal 2 Jahre wird. Das dauert noch ein bisschen. Vielleicht dann mit Wizards Unite, das wäre doch super. Okay, dann vielen Dank an dich und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.